Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Tipp Fedora, das Powerline-Tool. Das Powerline-Tool ist vielleicht für diejenigen interessant, die permanent das Terminal nutzen und die Eingabeaufforderung nicht selbst verändern wollen. Das Powerline-Tool kann zusätzliche Statusinformationen in der Eingabeaufforderung anzeigen. Und zwar hier, diese Eingabeaufforderung wird mit dem Powerline-Tool verändert. Installiert wird das Paket Powerline mit irgendeinem Paketmanager oder zum Beispiel in der Kommandozeile mit dem Befehl DNF. Ebenso gibt es noch Pakete für Tmux und für den Editor VIM. Anschließend müssen noch folgende Zeilen in die Datei .bashrc eingetragen werden im Home-Verzeichnis. Bashrc ändern und die Befehle von Zeile 13 bis Zeile 18 eintragen und speichern. Editor schließen und dann nochmal Terminal schließen. Terminal öffnen. Und da ist dann die Powerline-Eingabeaufforderung. Angezeigt werden Benutzername, aktuelles Verzeichnis, der Hostname, wenn SSH läuft, und die Anzahl der Jobs, die im Hintergrund laufen. Das kann ich auch mal kurz demonstrieren. Top, starten im Hintergrund. Und da wird dann angezeigt, dass ein Job im Hintergrund läuft. Konfigurationsinfos findet man bei der Dokumentation auf der Webseite. Der Quellcode ist auf github.com verfügbar. Das war User Power von oben Screencast. Ciao und viel Glück!